willkommen auf der eWorld 2023 als Leitmesse für die Energiewirtschaft. Wir freuen uns, euch als unser Partner hier am Stand zu begrüßen. Und ich habe ein paar Fragen an dich. Die Teilnahme an der diesjährigen eWorld 2023 findet für uns als Power Cloud unter dem Motto Wheel of Utilities statt. Für euch auch? Danke, Marina. Ja, total. Also es ist unglaublich, wie viel Bewegung in der Branche ist, welchen Herausforderungen man sich stellen muss. Und es ist einfach klasse zu sehen, was passiert, wenn man gemeinsam, kooperativ die Ärmel zusammen hochkrempelt. Also ich kann das einfach nur wiedergeben. Das ist einfach toll, Wheel of Utilities. Die eWorld 2023 ist für die Power Cloud ein XXL Community Event mit unseren Partnern aus unserem starken Netzwerk. Wie nutzt ihr den Community-Einsatz in eurem Business? Also wir nutzen natürlich den Community-Einsatz, um sich wieder mal persönlich zu synchronisieren. Wie ist das Jahr gelaufen? Welche Projekte sind entstanden? Welche Themen sind neu hochgekommen? Und wie man natürlich gemeinsam bei den Kunden auch Synergien erzeugen kann. Sehr gut. Was sind eure Highlights auf der eWorld 2023? Ja, wir sind ja bekannt als Enterprise Output Management Dienstleister und in dem Zusammenhang haben wir natürlich auch viele neue spannende Themen mitgebracht. Trotzdem würde ich sagen, ist unser absolutes Highlight dieses Jahr, dass wir ein neues Thema im Gepäck haben. Wir haben in den letzten Wochen wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt und haben für die eWorld einen Connector der Power Cloud fertiggestellt für das Thema Celonis. Und hier sind wir im Thema Process Mining und können dem Kunden wirklich sehr, sehr spannende Analysen bieten. Erster Ansatz ist hier das Thema Meter to Cash. Und haben jetzt nach den ersten zwei Tagen hier auch schon wirklich sehr gute Erfolge dafür verzeichnen können. Ne? Was kommt für euch nach der eWorld? Ehrlich gesagt Urlaub, dringend. Aber nach dem Urlaub natürlich nachfassen, den Leads nachgehen oder vielmehr auch jetzt in den Projekten, in denen wir involviert sind, wo man natürlich die eWorld nochmal super nutzen kann, um dem Ganzen nochmal einen Schub zu geben, da wirklich nochmal alle Kräfte bündeln und die Themen über die Ziellinie führen. Ja? Okay, danke dir. Dann wünschen wir euch weiterhin eine erfolgreiche eWorld 2023 für euch und freuen uns, euch nächstes Jahr wieder bei uns am Stand als Partner zu haben. Vielen Dank dir für das Gespräch.